So, wollen wir mal schauen. Video heißt Papa. Hey. Hi. Machst du die Umfrage? Ja. Okay. Meine Bachelorarbeit. Okay, darf ich auch interviewt werden? Ach so, ja klar. Alles klar. Wo haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht? Und das mit dem Urlaub ist mir zu privat, okay? Informieren Sie sich im Voraus über das Land und die Kultur? Wie ist das gemeint? Wenn Sie zum Beispiel nach China reisen, ja. Die Kulturunterschiede zu Deutschland ist ja enorm. Inwiefern? Beispielsweise ist da ein Handschlag anders zu bewerten als hier. Wenn ich jetzt hier die Hand geben würde, ne? Ich gebe dir die Hand. Also normal, ich gebe dir die Hand. In China machen die das nicht. In China begrüßen sie sich. Was machen die da? Die geben sich eher Umarmungen. Echt? Ja, ehrlich. Aber ich gebe auch so Umarmung, ehrlich gesagt. Ehrlich? Okay. Wie heißt du? Daniel. Wie? Daniel. Du? Digga, das ist halt dieser andere Cringe. Digga, da würde ich, also da würde, das würde mir nicht gefallen. Ich auch. Okay. Nee, aber die Frage ist mir zu privat. Okay. Entschuldigung. Weißt du, wo der Limbecker Platz ist, dieses Einkaufscenter? Ich mein Deutsch heißt nicht so groß, ist kein. Kein Problem. Kuloar. Hi, hi, schoa. Sie mich mal. Entschuldigung, ich weiß nicht. Nein. Chinesisch? Ja. Kuloar. Ich hätte mal die Hände wo. Sie mal. Kennst du mal. Stimmt mal, ich kann nicht. Ich nix Deutsch. Okay, weißt du nicht, wo es ist? Ja. Okay, kann man nichts machen. Alles klar. Nein. Nächste Frage. Welche Verpflegung bevorzugen Sie? Nächste Frage. Welche Aspekte sind Ihnen bei einer Urlaubsreise besonders wichtig? Also mir ist wichtig, dass man sich mit den Menschen versteht. Mhm. Also dass man auf einer Wellenlänge ist, genau. Ja. Okay, gut. Was will... Digga, also... Er macht das so gut, Digga. Sie unter den... was verstehen Sie unter dem Begriff Nachhaltigkeit im Tourismus? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Nächste Frage. Okay. Wie empfinden Sie das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen? Das ist mir sehr wichtig, aber wenn man, also je nachdem wie man sieht, ist mir das eigentlich nicht wichtig. Aber grundsätzlich ist das sehr wichtig, ja. Das weiß ich. Also man muss wirklich sagen, es ist zu genial. Von nächste Frage bis er macht das so gut, Digga. Also das ist perfektioniert. Bei welcher der folgenden Reiseaspekte achten Sie bewusst auf die Nachhaltigkeit? Eher auf unbekannte Reiseziele, weniger aber durch längere Urlaube? Du stellst mir die ganze Zeit so viele Fragen, aber ich weiß eigentlich noch gar nichts über dich. Ja? Das ist das Problem, weißt du, Kommunikation ist ja immer, dass man ein Geben und Nehmen. Ja. Die ganze Zeit, du stellst mir nur Fragen, aber ich will auch genau, was über dich darum, wissen. Genau, es geht ja um eine Umfrage, eine Befragung. Ich weiß nichts über dich und du stellst mir die ganze Zeit Fragen und ich weiß nicht mal, wie alt du bist oder so. Woher du kommst, ich weiß nicht. Das kannst nichts. Du mich gerne ich fragen. Weiß nichts über dich, du kommst Thema. Hier einfach hin und überrumpelst mich quasi. Geil. Bist du sicher? Hallo, alles gut? Ach, die kommen jetzt sogar zu zweit. LOL. Der kommt irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht von wo. Hast du etwas getrunken oder so? Scheiße. Suchen Sie bei der Informationssuche und Buchung von Urlaubsreisen gezielt nach Informationen über das Thema Nachhaltigkeit. Du stellst zu viele Fragen. Ernsthaft? Sollen wir das beenden? Oder? Können wir gerne beenden. Die sind mir zu privat. Okay? Ja, akzeptiere ich. Kein Problem. Ist das Thema Nachhaltigkeit für Sie reiseentscheidend? Das ist einfach für Scheiße. Wie meinst du das? Wenn Sie zum Beispiel in ein Land gehen, wo eher üblich ist, mit dem Zug zu fahren, als zu Fuß zu gehen. Würden Sie dann lieber zu einem Ort fahren, wo eher mehr zu Fuß gegangen wird, oder?
Was willst du sagen? Ah, hör mal! Der Limbecker. Oh, Digga, der Typ kennt einfach alles, ne? Aber wisst ihr, was die Scheiße daran ist? Seine Videos sind so gut, dass er auf lange Sicht, wenn er so weitermacht, sehr bekannt werden wird. Und dann wird er keine solche Sachen nicht mehr machen können. Weil dann gefühlt jeder Zweite ihn erkennen wird. Es ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Platz? Nee. Dieses große Einkaufszentrum suche ich. Primark. Ja, genau. Ach so, nee, das nicht, sondern dieses große Einkaufszentrum, wo mehrere Geschäfte drin sind. Wissen Sie das? Rathausgalerie. Ja, genau. Ja. Da unten. Ja. Bis kurz vor das blaue Zelt. Ja. Und dann nach rechts. Moment mal. Papa? Ja, ne? Papa? Einfach geradeaus. Papa. Hm? Papa? Papa? Bist du... Papa, bist du's? Nee. Papa, wo warst du? Nein. Wo warst du, Papa? Nein, ich bin nicht. Papa, es tut mir leid, ich will dich nicht überfordern. Ich freue mich einfach, dich wiederzusehen. Verstehst du, Papa? Nein, ich bin es nicht. Ich will es wirklich nur wissen. Wo warst du all die Jahre? Ich war es nicht. Wo warst du? Ich bin es nicht. Wo warst du? Wo warst du, Papa? Oha. Genial. Genial, Digga. Ja, das war's eigentlich an Fragen. Also mehr. Wie lange er bei diesem Typen ist, Digi? Ja, hab ich jetzt auch nicht. Das wären eigentlich diese Urlaubsfragen gewesen. Jetzt wolltest du mir Fragen stellen. Kannst du gerne machen. Weißt du, wo der Limbecker Platz ist? Da sind wir gerade. Nein, das soll ein Einkaufscenter sein. Ach so, das ist da links. Also hier links. English, please. when you go. Wie stumpf und gut. To the left side? Yes, yes. Then you go straight. Okay, nochmal auf Deutsch bitte, weil ich habe Schwierigkeiten, das zu folgen. Manchmal geht das auch nicht. Siehst du da dieses Gehörz? Yes. Then you go to the left side? Deutsch. Und dann gehst du geradeaus. English? Then you go straight. Ja. Yeah. And then you are there. Okay. Also ist ganz einfach eigentlich. Excusez-moi, au Bahnhof. Au Bahnhof? Da runter. English, please. Yes. Go on the left side. You go this way, and then go all the way down. You're gonna walk towards it. So just literally right yeah. Here. Not the first one, the second one to the right, and all the way down. Aber gerade hat mir jemand gesagt, in die Richtung. Oh, jetzt da, Arsch. English, please. Au. Au Bahnhof. You crazy a little bit? Maybe? Just a little bit? Have a nice day. Bye-bye. Au Bahnhof. Ja, echt, ne? But you know I have this, it's not a forgive, ciao. Oben hoch. English, please. Englisch? Nein, kann ich nicht. Aber Starbucks ist drin auch, oder? Ich kenne dich doch irgendwo her, du hast mich schon mal irgendwann mal hier in Essen mal auf mal gesprochen, ne? Excusez-moi. Genial, ah, herrlich. Bahnhof. Da ist nicht auf Bahnhof. Starbucks. Das weiß ich nicht. Englisch, please? Nee. Nein, nur Deutsch. Français? Nein. Espanol? Nein, kenne ich nicht. Sorry. Okay. Jo, ciao. Grazie. Was machst du hier mit Klemmbrett? Eigentlich wollte ich mir auch Notizen machen. Von was denn? Das weiß ich noch nicht. Ich wollte das erst überlegen noch. Du hast ja so eine Weste an, siehst aus wie, ich weiß nicht, Polizist. Ich bin ziemlich offiziell unterwegs, aber ich darf das noch nicht sagen, ehrlich gesagt. Deswegen, ich gehe jetzt erstmal zum Limbecker Platz und dann werde ich so ein bisschen so die Lager da checken. Okay. Verstehst du? Ey, hat mich auf jeden Fall gefreut, dich kennengelernt zu haben. Das hat mich auch gefreut. Aber was habe ich dir gerade gesagt? Was denn? Ich gebe keine Hand. Ah, du gibst Umarmungen. Ehrlich. Dann auf jeden Fall. Er nimmt die Leute von vorne bis hinten, Digga. Das sind so Kleinigkeiten. Diese Kleinigkeiten bei dem Video, die einfach den Unterschied zu dem Rest machen, Digga. Das ist einfach dieser große Unterschied, den er hat. Hey, kein Problem. Also, wie heißt du denn? Du kennst meinen Namen. Ich bin Daniel. Ach, hau ab. Ich bin wirklich, ich bin Daniel. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin Daniel.
Hör mir zu jetzt, Daniel. Daniel, das ist ernst jetzt. Okay. Du warst immer wie ein Bruder für mich. Hey, du machst mich fertig, Alter. Das ist korrekt drauf, ja? Das ist dein Bruder, okay? Okay, Bro. Genial. Genial. Einfach genial, Digga. Ja, vielleicht kennst du mich. Das mag ich am liebsten, die Auflösung. Ich von YouTube, Film für Verstand der Kamera. Ist okay, wenn du mit dem Video bist? Ja, gar kein Problem. Filmst du mich? Ja. Okay. Ich film mich auch dahin. Wir machen uns Spaß. Tschüss. Ciao. Sehen Sie mal bitte kurz einer da hinten. Wir haben einen Comedy-Kanal auf YouTube. Da drehen wir so Videos mit versteckter Kamera. Wir wollen einfach nur lustige Reaktionen sammeln. Ist okay, wenn Sie mit dabei sind. Aber ich habe da ein Problem. Okay. Ich habe kein YouTube. Das ist kein Problem. Ich habe keinen Fernseher. Das ist auch nicht so wichtig. Die haben es ja jetzt gerade quasi live gesehen. Ach so. Genau. Was kriege ich jetzt dafür? Das ist im Übrigen Big Mac. Für diesen Sketch. Sie kriegen, was wollen Sie denn gerne? 1 Euro. Kein Problem, gerne. Hier, das ist leider alles, was ich gerade bei habe. Danke. Gebe ich Ihnen aber gerne. Dankeschön. Alles klar. Dann noch schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Voll alleine? Nein. Wir filmen versteckt der Kamera. Ah, ich habe... Okay. Ich dachte, das Französische kommt gerade deutlich sprechen. Nah dran oder? Hä? Das ist sehr nah dran. Das ist 4K, ne? Oh mein Gott, genauso wie es war, wird gezeigt, okay? Alles klar, ciao. Danke. Bitte löst noch den Klemmbretttypen auf. Bitte den Klemmbretttypen. Schade, aber ein super gutes Video, Digga. Ein super gutes Video. Respekt. Hat er 4K sogar oder was? LOL. Dieser andere Maßstab, Digga. Schauen wir uns dann mal ein bisschen 4K. Ah, sehr gut. Also ohne Scheiß. Das ist wirklich, wirklich, falls ihr seinen Kanal noch nicht abonniert habt, ich habe ihn mit meinem Hauptkanal abonniert. Das sind Comedy-Videos, die sind Gold wert, Digga. Wirklich Gold wert Videos. Ich schaue eher selten bis wenig solche Comedy-Street-Videos, weil sie immer 0815 dasselbe sind. Aber das ist einzigartig bis jetzt. Es gab es so noch nicht auf Deutschland, Digga.